Schauen wir dem hier doch mal ganz tief in die LED-Augen und was sehen wir da? Eine neue Tagfahrlichtgrafik und das ist sicherlich auch die auffälligste Neuheit beim neuen AMG GT bzw. dem Facelift des AMG GT. Der hier, der sieht noch ein bisschen brutaler aus als ein normaler AMG GT. Das liegt daran, dass das hier der AMG GTR Pro ist, also eine schärfere Version des AMG GTR. Aber grundsätzlich geht es hier erstmal um das Facelift und das sieht man vor allem hier dran. Das Facelift erkennt man im Innenraum vor allem daran, dass man hier nichts erkennt. Es ist alles schwarz hinter dem Lenkrad. Da ist jetzt ein digitales Display hinter, in diesem Fall eben tatsächlich ohne Strom, einfach nur eine schwarze Höhle hinter dem Lenkrad. Wir haben das neue AMG-Lenkrad, was wir zum Beispiel aus dem viertürigen AMG GT kennen. Und naja, in einigen Versionen haben wir hier auch noch einen etwas größeren Bildschirm in der Mitte. Ansonsten war es das im Großen und Ganzen. Aber es gibt natürlich noch eine Neuerung und das ist dieses Auto an sich, dieser AMG GTR Pro. Und was es damit auf sich hat, das verrate ich euch, aber wir gucken uns erstmal das Heck dafür an. Dieser Heckflügel, der verrät es schon. Es geht hiermit auf die Rennstrecke. Das ist die AMG GTR Pro Version. Die ist auf 750 Stück limitiert und die soll vor allem dafür sorgen, dass man mit diesem Auto möglichst schnell um die Kurven kommt. Hier so ein Stück außerhalb von Los Angeles gibt es eine Rennstrecke Willow Springs. Das ist eigentlich sein Zuhause, muss man sagen. Der hier soll so ein bisschen ja, auf Rundenrekordjagd gehen und genau deshalb ist er eben auch tatsächlich nicht unbedingt von der Leistung her gesteigert, sondern vor allem an der Aerodynamik wurde gefeilt, ein bisschen mehr Leichtbau, alles einfach nur, um so ein bisschen die Zeit zu optimieren und nicht jetzt irgendwie brachial ein neues Auto aufzustellen. Unter der Haube bleibt tatsächlich alles beim Alten, das heißt 4 Liter Biturbo V8 kennen wir schon. In der Basis geht es los mit 476 PS, in diesem Fall, in dem GTR-Fall, sind es 585. Wer jetzt erwartet hat, dass es so wie beim Viertürer vielleicht über die 600 hinausgeht, der hat sich getäuscht. Beim Facelift wird nicht mit mehr Leistung gearbeitet, eigentlich überraschend. Was den Preis angeht, ja, da ist noch nichts Offizielles bekannt. Der hier, der wird sicherlich die 200.000 Euro Marke knacken. Aber im Normalfall hat man den GTR in der Vergangenheit für 165.000 Euro bekommen. Vielleicht wird es ein bisschen teurer, aber so richtig viel wird sich da auch nicht tun. Musik.